Hey Leute, hier sind wieder Benny und Larissa vom Aquaporisten-Kanal. Hallo. Und weiter geht's in der Top-Reihe. Das fand ich ja zuletzt ganz spannend, deswegen geht's direkt weiter mit Tieren. Und zwar Schnecken. Aquarium-Schnecken, unsere Top 5. Würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los. Fertig? Fertig. Gut. Ja. Dann, was hast du auf Platz 5? Auf Platz 5 habe ich die Posthornschnecken. Ich auch. Konntest du dich für eine Farbe entscheiden? Ich konnte mich nämlich nicht so richtig entscheiden. Ich habe in Klammern dahinter die europäischen geschrieben, weil das ja die sind, die wir jetzt gerade neu hier, spoiler ich schon, da wird es bald noch ein Video zu geben, bei uns im Laden angesetzt haben, die du, glaube ich, im IBC hast draußen, ne? Oder in mehreren IBCs. Und bei denen finde ich eigentlich cool im Vergleich zu den anderen, dass sie einerseits einheimisch sind, also hier auch die Winter, Sommer, keine Ahnung was für Temperaturen und Gegebenheiten überleben. Und dass sie größer, glaube ich, auch werden, ne, als, als die anderen. Und ja gut, sie sind jetzt mehr oder weniger einfach nur braun, wobei sie schon sehr, sehr dunkelbraun sind. Ne? Also teilweise, wenn man sie so sieht, schimmern sie schon fast so ein bisschen schwarz. Naja, gut, also. Aber bei den Farben, bei den anderen, ich weiß nicht, die blauen sind cool. Die roten eigentlich auch, wenn die noch so klein sind und dann so richtig schön schimmern. Diesen Goldschimmer, aber andererseits die rosa Farben. Also ich, keine Ahnung, ich kann mich nicht für eine Farbe entscheiden. Also bei den normalen Posthornschnecken, ich könnte mich jetzt auch nicht für eine Farbe entscheiden. Ja. Ich finde die rosa, die sehen halt irgendwie am unnatürlichsten aus, dass man so denkt, boah, dass es überhaupt diese Züchtung gibt, finde ich irgendwie erstaunlich. Okay, bei das hätte ich bei den blauen gedacht. Bei den blauen, nee, das finde ich eigentlich nicht. Ich finde, bei denen sieht es am kräftigsten meistens aus, wenn sie wirklich durchgängig blau sind. Und bei den roten, wie du schon sagst, gerade die jungen, also je älter die werden, desto normaler, finde ich, in Anführungszeichen, sehen sie aus. Dann werden sie halt eher so braunrot, da fällt es nicht mehr so stark auf. Ja. Aber gerade so die Jungtiere, so um einen Zentimeter rum, die leuchten ja richtig teilweise schon so orange, golden. Ja, das ist so richtig denkt, krass manchmal. Das ist schon, also, ja, könnte ich mich jetzt auch nicht so richtig entscheiden. Gut, dass wir so viele Becken haben, dass wir alle haben können. Ja, genau. Aber ich habe mich halt jetzt für die, also du hast dich für die europäische Variante entschieden, ja. Ich habe mich für die amerikanische Variante entschieden. Posthornschnecken auf Platz 5. Dann amerikanisch sind die kalifornischen, ne? Richtig? Genau, Also diese ganzen anderen bunten. Die bunten. Okay, ja. Platz 4? Platz 4. Was hast du da stehen? Die indischen Turmdeckelschnecken. Weil? Weil, ich weiß nicht, die sind eigentlich am, ich sag ständig, ich weiß nicht, ne? Ist mir beim Schnitt von dem letzten Video aufgefallen, das tut mir leid. Die sind so, also die sind mal was ganz anderes, weil sie ja eine ganz andere Windung vom Gehäuse und sowas haben. Und ich meine, sie fressen doch auch andere Sachen. Ne? Die sind ja eher so im Bodengrund unterwegs und die anderen mehr an den Pflanzen und so. Bei denen finde ich eigentlich am coolsten, das merke ich bei uns auch immer wieder, in den Becken, dass man denkt, ja, da sind so 5, 6 Stück drinne. Und wenn man dann mal ein bisschen, entweder wenn man füttert oder drin rumwühlt und plötzlich sieht man dann, dass der ganze Boden, also die kriechen dann alle aus dem Bodengrund raus. Die haben dann so einen Überraschungseffekt. Und ja, ich finde da auch diese Gehäuseform sehr cool. Ja. Das waren immer so die Schnecken, die man am Strand versucht hat zu finden. Die indischen bestimmt nicht. Nein, nicht die indischen, aber so die Form des Schneckenhauses, dieses... Turmdeckelschnecken. Die Turmdeckelschnecken, genau. Und meistens waren sie dann ja irgendwie, die Spitze war abgebrochen oder so. Ja, also das ist schon eine besondere Lebensweise, dieses Eingegrabene im Kies. Vielleicht, wenn du sagst, man weiß nicht, wie viele es sind, das passt ja zu den Zwergkanälen, da weiß man auch nie so genau, wie viele wirklich da sind. Ja, das stimmt. Die meisten verstecken sich nun mal. Und wenn man dann aber füttert, dann hat man auf einmal so einen ganzen Ball und denkt so, oh, so viele waren da. Ja, genau. Das ist schon eigentlich ganz cool und natürlich auch nützlich im Sinne von graben den Boden um. Boden sauber machen, ne? Ja, ich habe da auf Platz 4 auch eine relativ spezialisierte Schnecke, nämlich die europäische Kahlschnecke. Ach so. Die, wie die Rennschnecken eigentlich auch. Hier ist sogar noch eine gerade. So eine Napfschnecke, die wir ja nicht mehr im Shop haben. Dafür züchte ich aber fleißig die europäischen Kahlschnecken nach. Die vermehren sich jetzt auch. In dem Video auch schon mit besprochen. Genau, also die vermehren sich jetzt auch so, wie sie sollen. Also legen jede Menge Eier, wachsen halt leider relativ langsam. Aber ich habe jetzt nochmal die ersten quasi, die bei mir groß geworden sind, nochmal überall verteilt. Das heißt, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Becken angesetzt mit denen. Steht da beim Füttern immer davor, guck mal, wie toll die Belege an den Scheiben schon weggefressen haben. Guck mal, diese schönen. Genau. Da hatten wir auch mal ein Video zu, so dieses kreiselförmige. Also da, ich finde, das erinnert mich immer an so einen Hochdruckreiniger. Wenn man, es gibt ja auch diese halt mit diesem ein bisschen langsamer. Fuß. Ja, das stimmt. Aber mit diesem Fuß, ne, wenn man da über, dass man dann da auch diese Kreise drauf also das, sieht. Das finde ich auch wirklich beeindruckend, wenn ich jetzt irgendwo ein Becken habe. Die sind halt relativ spezialisiert im Nahrungstyp. Das heißt, die fressen wirklich diese Kieselalgen, diese bräunlichen Belege auf den Scheiben.
Wenn ich das mal habe, dann normalerweise holt man den Scheibenkratzer raus und in diesem Fall setze ich dann die Schnecken ein und hoffe, dass sie sich dann da schön vermehren und gut wachsen. Und die Scheiben sauber machen? Ja, hat ganz gut geklappt. Und wenn man die dann reinsetzt, man kann wirklich täglich zugucken, wie dann wieder diese kleinen Fraßautobahnen da... ja, also das ist schön, wenn man sich dann das so drüber freuen kann. Ja, da freue ich mich auch drüber. Das ist und die sehen auch schick aus. Also wenn man, je nachdem, ja, was für welche sind, die sind sehr individuell. Es gibt welche, die sind einfach komplett weiß. Es gibt welche, die sind komplett dunkel. Aber die meisten haben halt irgendein Muster. Aber so, das sind bei uns auch alles die gleichen, ne? Also innerhalb gleich, ja, dieser gleichen Art haben die so... Genau. Sind sehr wie nennt man das? Individuell. Ja, genau. Also die haben ganz individuelle Muster. Meistens halt dann so schwarz-weiß Schachbrett irgendwie, aber... Genau, von bis, je nachdem, mal kleine, mal größere Flecken, mal gar keine. Ja. Ganz witzig eigentlich. Kann man jedem noch einen Namen geben. Genau. Das einzig Blöde ist halt, also blöd, je nachdem. Ja, die meisten, sie sind sehr langsam, die Napfschnecken ja haben wollen, die wollen die ja bei sich nicht vermehren. Und das kann man bei denen im Prinzip sagen. Die vermehren sich, ja, sie vermehren sich, aber jetzt nicht so, dass man da irgendwie Angst haben müsste, dass das Becken voll wird. Man muss eigentlich froh sein oder man entsprechend dem Futter... dass sie entsprechend gleich bleiben oder sich minimal nur vermehren. Wenn die in dem Becken sind von wegen Schneckenplage und haben dann die ganzen Kieselalgen von der Scheibe freigefressen, dann müssten sie sich ja auch wieder langsamer vermehren oder... Also genau, also deswegen... Da kann man ja dann nicht, wenn man zu viel füttert oder so, das... Ne? Genau, die gehen ans Futter nicht ran. Ich habe jetzt auch immer dann, wenn die sich quasi neue Tiere ins Becken gesetzt, die Scheiben leer gefressen, überall Eier, die alten quasi weitergesetzt. Ach so, weitergesetzt, okay. Damit die Jungen auch überhaupt wieder aufwachsen können. Das habe ich gemerkt bei den eigentlichen Zuchtbecken, die ich angesetzt hatte, dass die noch langsamer wachsen. Die alten werden dann, ja, wie soll ich das sagen, die wachsen quasi nicht mehr dann, wenn halt die Jungtiere da sind. Ja, das ist relativ aufwendig, spezialisierter Fraßtyp einfach in dem Fall. Ja, genau. Okay, Platz 3. Ja, was hast du denn da? Habe ich die Thylos. Okay, ja. Ja, die dürftet ihr jetzt zumindest bei uns aus dem Shop noch nicht kennen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie sie genau heißen. Wir nennen sie immer Thylos. Ja, das ist also im Prinzip sehr große Turmdeckelschnecken. Ja, sehr, sehr große. Thylomelania. So. Aus dem, lass mich lügen, ich glaube Malili-System. Was? Also Sulawesi. Ach so. Die sind, glaube ich, auf die ganze Insel Sulawesi. Hat zig verschiedene Arten davon. Ich weiß nicht mal, was wir für Arten haben. Da waren... Kunden, die gesagt haben, wir haben hier große Thylos, die graben uns ständig die Pflanzen aus, könnt ihr die aufnehmen? Dann haben wir natürlich gesagt, ja, können wir machen. Und die sind dann zu den Kardinalskanälen gezogen. Und weil die es auch ein bisschen wärmer brauchen, ne? Genau, ja. Vermehren sich fleißig. Ja, also aber es ist sehr viel, obwohl die eigentlich, die sind ja lebendgebärend, ne? Ja. Und man sagt doch immer irgendwie pro Monat eine, pro paar Wochen. Also es dauert schon ein paar Wochen. Es ist jetzt nicht so, dass die einmal laichen und dann kommen da was weiß ich wie viele raus. Vor allem das größte Problem ist eigentlich ähnlich wie bei den Kahnschnecken, dass die unglaublich langsam wachsen. Ja, und das stimmt. Ich meine, wenn die so groß nachher werden, ja, aber wie schnell sollen die das machen? Dauert es dann auch super lange, bis die geschlechtsreif werden. Also ich habe mich gewundert, da kommt nichts, da kommt nichts. Und dann haben wir mal Google befragt und es kann also durchaus 2 Jahre dauern, bis so eine Schnecke dann mal geschlechtsreif ist. Dementsprechend wartet da nicht allzu lange, dass wir es in den Shop kriegen. Also das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ab und zu haben wir mal Leute, die hier vorbeikommen und sagen, ja, die sind so schön. Dann verkaufen wir mal 2 oder 3 von den kleineren. Weil selbst wenn die ein halbes Jahr alt sind, dann sind es halt trotzdem, ich sag mal, wenn die ausgewachsen sind, sind sie wahrscheinlich irgendwie so knapp 10 cm, werden sie wahrscheinlich schaffen. Da sind sie jetzt noch nicht ganz unsere größten Tiere, aber die gehen so in die Richtung. Das heißt, die Neugeborenen sind dann so zwischen... Ja, 1 und 2 Zentimeter, eher so 1,5 würde ich mal sagen. Was auch schon ganz spannend ist, wenn die quasi auf die Welt kommen und schon so groß sind wie so eine typische Turmdeckelschnecke. Ja, genau. Und dann wachsen die halt super langsam und dann so nach einem halben Jahr haben sie vielleicht so 3 Zentimeter. Würde ich mal tippen. Aber die sind insofern cool, weil die ja doch mit ihrem fetten Gehäuse sehr behäbig sind, sagen wir mal. Und wenn die dann manchmal irgendwo lang klettern und dann sieht man, dann sind die irgendwie so an der Scheibe und dann so, böck, fallen sie runter auf den Boden, weil halt ihr schweres Gehäuse sie dann da zieht oder dann liegen sie irgendwie so ein bisschen auf der Seite, bis sie sich wieder umgedreht haben. Also es ist ganz lustig, denen zuzugucken. Und was ich ja auch ganz toll finde oder was am Anfang manchmal so ein bisschen war, dass man in so ein Becken guckt und sagt, wo ist denn da was? Ne, wenn man da noch nicht so viel mit zu tun hat und nicht weiß, wonach man gucken muss. Und bei denen ist halt so, die kann man gar nicht übersehen. Also die graben sich ja, glaube ich, auch ein bisschen teilweise ein, ne? Oder wühlen im Bodengrund rum. Aber also da guckt meistens schon irgendeine Ecke noch raus, weil die schon ziemlich fett sind. Ja, was hast du denn da auf Platz 3? Ich habe auf Platz 3 die Tellerschnecken. Ah, Das sind ja im Prinzip kleine, flachgedrückte Posternschnecken.
Haben wir, glaube ich, auch schon ein Video zu gemacht, wollen wir da oben verlinken. Ja, haben wir. Ich finde die einfach cool, weil die so ganz anders kriechen als die Posthornschnecken. Die sind irgendwie, weiß nicht, sehen viel graziler aus und irgendwie immer so, so schräg, so filigraner als die Posthornschnecken einfach. Posthornschnecken sind irgendwie wie so kleine Dampfwalzen und kommen da so, machen alles platt. Und diese Tellerschnecken, die hängen dann so ganz gemütlich an der Seite. Das sieht so ein bisschen sportlich aus. Auch so das Gehäuse. Und wenn sie das dann so drehen und man dann praktisch, also wirklich so wie bei meiner Hand, dass man plötzlich denkt, wo ist die Schnecke hin? Weil die halt wirklich ein ganz, ganz flaches Haus und haben. Und ich finde es eigentlich auch recht schön, also die sind jetzt nicht spektakuläre Farbwunder oder so, die sind ja relativ braun, aber wenn die dann mit ihrem Gehäuse so wackeln, wie du schon sagst, genau, die schimmern so, die glänzen so ein bisschen, ich finde, das hat irgendwie was. Ja, ich habe die auf Platz 2. Ja, guck, dann kannst du ja gleich da weitermachen. Dann kann ich da gleich dran anknüpfen. Was kann ich noch dazu sagen? Ich glaube, sie sind auch nicht ganz so mega schnell wachsend, wobei in dem einen Becken... Also sie vermehren sich schon, aber es ist jetzt eher nicht, dass es so eine richtige Plage wird. Es ist, sie sind halt auch kleiner. Ja, und wachsen auch deutlich langsamer als Posthornschnecken. Nicht so dominant wie... Ja. Und was da auch wieder toll dran ist, die hast du ja auch draußen in den IBCs, dass die auch bei uns beheimatet sind und man die auch draußen irgendwie im Teich oder keine Ahnung wo haben kann. Genau, lassen sich auch gut kultivieren. Also wir haben ja unsere Stammpopulation, die woher auch immer aus dem IBC kam, ohne Probleme. Die kam einfach bei uns dahin, oder wie? Ja, die habe ich mit irgendwelchen Pflanzen eingeschleppt, nehme ich mal an. Ne? Ach so, ja. Hat der Storch gebracht. Ja, das jetzt eher nicht. Aber ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend, dass die sich relativ schnell auch ans Aquarium angepasst hat. Ja. Genau. Das, und? Platz 1? Erstmal müsste ich, glaube ich, noch Platz... Ach, Platz 2, Entschuldigung, stimmt. Den habe ich ja gerade gesagt. Was hast du denn da stehen? Da habe ich jetzt die Turmdeckelschnecken. Da hast du jetzt die Turmdeckelschnecken, okay. Also da haben wir eigentlich schon alles so gesagt, dass die... ich finde die einfach super, weil die den Boden umgraben und halt auch Sachen fressen können, wo keine Garnele oder andere Schnecke irgendwie drankommt. Dass sie ein bisschen den Boden auflockern und ja, den Rest haben wir eigentlich schon gesagt. Lebendgebärend sogar teilweise... parthenogenetisch, sprich, es reicht eine einzige Schnecke und die können trotzdem Kinder rauswerfen. Ach so, dass sie sich klont, oder? Ja, könnte man so sagen. Ja, vielleicht das auch nochmal zur Info. Manchmal, also für euch jetzt sehen wir, dass jemand von euch irgendwie nur eine Turmdeckelschnecke oder eine blaue Posthornschnecke, eine rosa, eine rote, dann denke ich mir, okay, vielleicht wollte er die Farben alle mal live sehen, ist ja so ein Muster praktisch, ist ja auch schön, aber man darf jetzt nicht denken, nur weil man eine Schnecke hat, die kann sich nicht vermehren. Also es kann sein, dass die hier schon besamt wurde oder schon mit Eipaketen praktisch an euch verschickt wird. Das sieht man ja nicht immer unbedingt. Und die Posthornschnecken untereinander, ich weiß nicht, die europäische und die kalifornische wahrscheinlich nicht, nee, oder? Die kreuzen sich nicht. Die kreuzen sich nicht, aber unsere blauen, rosa und roten, meine Güte, die können sich alle untereinander kreuzen. Also wenn man da jetzt eine von jeder hat, dann hat man nachher Mix-Posthornschnecken da. Noch ein Vorteil von den Tellerschnecken, die kreuzen sich auch nicht damit. Ja, das stimmt. Und Platz 1? Trommelwirbel? Ja, da müssten wir wahrscheinlich das Gleiche haben. Ja, was bleibt noch übrig? Also, es gibt natürlich noch ein paar andere Schnecken, aber von uns jetzt hier finde ich die Yoda-Schnecken immer noch vom Verhalten her irgendwie am spannendsten. Die sind relativ schnell, die werden super groß, die sehen halt irgendwie cool aus mit ihren Öhrchen da. Dieses bernsteinfarbene Gehäuse finde ich ist auch so. Ja. Das ist wieder dieser Schimmer, wenn man drauf leuchtet, je nachdem wie mal das Licht, das eine Becken unten ist meistens im Sommer, okay, jetzt sind wir nicht mal so lange da, aber wenn dann durch die Tür das Licht reinscheint, durch das Becken durch, ne, Sonnenlicht ist ja nochmal was ganz anderes als so eine Lampe da oben drauf, dann glänzen die so richtig schön Bernsteinfarben. Und wenn die richtig groß, richtig alt werden, kann es halt sein, dass die auch so komplett weiß werden, ne? Ja, also die werden dann meistens heller, ne? Ja, also das ist schon, also da sind wirkliche Monster dabei, wo man auch sagt, boah, das sind schon riesige Tiere. Hast du, glaube ich, auch nochmal neulich irgendwo einen Short zugemacht. Genau. Wobei ihr dann auch sagtet teilweise, dass die bei euch im Gartenteich irgendwie noch größer werden. Auch wieder eine Sache. Ich habe das Gefühl, wir haben ganz schön viele jetzt, die man auch draußen halten kann, ne? Ja, stimmt. Ja. Die sind auch ursprünglich aus einheimischen Teichen. Aber ich glaube, die hatte Stefan sogar schon aus Aquarienkultur. Das heißt, die ist seit zig Generationen hier im Aquarium unterwegs. Und was ich außerdem bei denen ganz spannend eigentlich finde, die können sich super schnell vermehren. Also wirklich von 0 auf 100 in ein paar Monaten. Okay. Aber wenn man sie sehr sparsam füttert, so wie in dem Becken hier, ihr werdet keine Yodas sehen von da hinten, aber hier sind ein paar Jungtiere drin, obwohl wir hier vor, weiß ich nicht, ihr kennt die Videos, vor einem Jahr oder so, mal zwei Yoda-Schnecken reingesetzt haben. Die haben sich dann vermehrt und dann sind die Alttiere irgendwann verstorben. Hier sehe ich noch ein Gehäuse von einem. Also hier sind
drei, vier Jungtiere, ah, fünf, ja, da sehe ich sechs. Auch eine. Also es sind welche da, ja. Aber die sind halt hier, hatten wir ja gesagt, Becken ohne Futter im Prinzip. Nur mit Laub hier. Genau. Und dementsprechend sind die jetzt hier ein halbes Jahr alt und nur 1 Zentimeter groß. Also die können sich auch sehr stark den Bedingungen anpassen. Was sich jetzt auch gar nicht so schlimm ist für die. Also manche sagen dann, die werden gar nicht alt. Ja, da muss man auch wieder sagen, wenn man die jetzt sehr warm hält, sehr stark füttert, dann explodieren die, werden super schnell groß, vermehren sich wie verrückt, sterben aber dementsprechend auch schnell. Wenn man jetzt lange was von haben will, die sollen super groß werden, dann muss man eben die sehr sparsam füttern, am besten kalt halten und viel Platz geben. Ja, dann werden sie halt riesig groß. Aber Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Video angesprochen, dass das ja eigentlich auch für die Tiere, wenn sie jetzt draußen, ne, in ihrem natürlichen Habitat wären, nicht üblich ist, dass die das ganze Jahr über gleiche Temperatur, gleiche Lichteinfall, gleiches Futter, sondern dass es im Winter halt eigentlich weniger gäbe. Und was vielleicht noch dazu kommt, kam neulich mal eine Frage dazu, das sind Lungenatmer, das heißt, die kommen ab und zu mal nach oben und atmen Luft oder können das. Die haben natürlich trotzdem noch Hautatmung, sprich die ganze Oberfläche von denen kann Sauerstoff aufnehmen. Da war dann nämlich die Frage von jemandem, was machen die denn hier einheimisch, was machen die denn im Winter, wenn Eis oben drauf ist, können die ja gar nicht atmen, dann müssen die ja eigentlich ersticken. Ich habe auch gesagt, naja gut, erstens, je kälter es wird, desto mehr Sauerstoff ist im Wasser gelöst und desto weniger Stoffwechsel haben die auch, weil wechselwarm, je kälter, desto weniger tun sie überhaupt. Das heißt, sie brauchen dann gar nicht so viel Sauerstoff wie im Sommer, ne? Ja, offensichtlich reicht es ja, dass sie eben unterm Eis überleben. Also die Hautatmung wird dann wohl im Winter ausreichen. Denn sie sind einheimisch, sie überleben hier seit wahrscheinlich zigtausend Jahren bei uns hier in den einheimischen Tümpeln. Und wenn sie das nicht überleben würden, ja, dann gäbe sie halt nicht mehr, ne? Also, ja. Also irgendwie muss es klappen. Genau. Ich gehe, wie gesagt, stark davon aus, dass einfach die Hautatmung ausreicht, um den verminderten Stoffwechsel dann aufrechtzuerhalten. Also ich finde zu Recht bei mir auf Platz 1. Ich finde die super schick und ja, ist einfach spannend. Und das, obwohl ich nicht mal Yoda, wo kam Yoda Star Wars. Bei Star Wars. Ja, ich das nicht mal exzessiv geguckt. Also jetzt nicht so von wegen, ich finde die nur gut, weil ich Yoda gut finde. Irgendwann werde ich sie nochmal überreden. Zumindest die alten Star Wars Filme. Bei den neuen kenne ich mich auch nicht mehr aus. Dann kannst du mit mir die ganzen Buffys durchgucken. Habe ich schon. Nein, nicht alle. Aber viele. Okay. Alles klar. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao. Du hast gar nichts zu den Kommentaren gesagt. Ach so, ja, hast recht. Also schreibt uns gerne mal eure Top 5 hier unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja ganz andere Ideen, als wir die haben. Natürlich gibt es auch noch ganz andere Schnecken, die wir jetzt hier nicht mit aufgenommen haben. Zum einen, weil wir sie nicht haben oder weil wir da keine Erfahrungen mit haben. Oder weil wir sie nicht kennen. Ja gut, aber es gibt ja noch jede Menge Schnecken, die wir kennen, die wir auch hier haben, die jetzt halt nicht in unserer Top 5 gelandet sind. Vielleicht taucht das dann bei euch auf. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao. Jetzt aber wirklich.